Das Promi-Geflüster, ja, ihr könnt schon sehen hier im Hintergrund, es wird vorweihnachtlich. Wir haben natürlich wieder die Weihnachtsdeko rausgeholt und da fehlt natürlich auch noch die entsprechende Musik dazu und die wird heute sozusagen eingereicht von meinem heutigen Interviewgast. Eigentlich müssten sie zu zweit sein, aber es geht leider nicht ganz. Zeitliche Gründe, wie auch immer. Ich sag mal, einer der Weihnachtshelden, den habe ich jetzt hier. Das ist der Andreas Ziesek. Ihr kennt ihn natürlich von Truckstop. Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich. Hallo, hallo lieber Frank, hallo liebe Gäste. Weihnachtshelden, ich habe es gerade gesagt, eigentlich zu zweit. Aber ja, wer ist der Zweite im Bunde? Ich glaube, das ist ein guter Bekannter, der euch schon mal quer durch einen bunten Abend geführt hat, sozusagen. So ist es, das ist mein lieber Freund. Mittlerweile haben wir uns richtig angefreundet. Das ist Fabian Harloff, den kennt ihr alle aus der Vorabend. ZDF-Serie Notruf Hafenkante. Da spielt er den Rettungssanitäter mit Namen Dr. Hase. Das macht er schon seit einigen Jahren. Und wie gesagt, Fabian ist nicht nur Schauspieler, er ist auch ein großartiger Songschreiber und Textdichter und natürlich auch Musiker. Und er war vor 2 Jahren, war er bei uns als Gast bei unserem Online-Konzerten. Dort hat er den Moderator gegeben. Und das fand ich so sympathisch. Und so nett, weil er auch einen musikalischen Auftritt innerhalb unserer Show hatte. Und da habe ich gedacht, ey, der Typ, der hat richtig was drauf, mit dem möchtest du gerne mal was machen. Naja, und dann haben wir uns später dann mal getroffen. Genau, und was draus geworden ist, das ist eine schöne CD mit weihnachtlichen Klängen, aber jetzt nicht so weihnachtliche Lieder, die man sonst kennt. Das sind totale Neuaufnahmen eigentlich, oder? Das sind alles ganz neue Kompositionen. Also Weihnachtslieder im herkömmlichen Sinne, wie sie vor 200 Jahren geschrieben wurden, das zu machen, macht keinen Sinn. Die sind von der Sprache her auch so alt. Also was wir gemacht haben, wir haben hier mit unserem Album, ich weiß nicht, Ich ob man habe das hier so sehen es hier kann, eingeblendet, genau, du hier hast, sieht man es. da Schön am sind Kaminfeuer, genau. 12 brandneue Songs zum Thema Weihnachten sind da drauf. Und zwar haben wir unsere Weihnachtserinnerungen und Empfindungen zusammengetragen, die wir aus der Kindheit rübergerettet haben ins Erwachsenenalter und haben das verarbeitet zu tollen Songs. Natürlich sind auch Erfahrungen und Begebenheiten aus der Gegenwart da drauf. Aber es fängt an in der Kindheit mit Erinnerungen an frühere Weihnachten, wie wir sie heute noch erinnern. Und das ist ein wirklich wunderschönes Album geworden, weil es sehr, sehr abwechslungsreich ist. Jeder Titel ist anders, aber es ist grundsätzlich eine handgemachte Musik. Ja, und man hört natürlich trotz allem so ein bisschen auch so leichte Country-Klänge raus. Also das, glaube der Linie seid ihr wiederum treu geblieben, ne? Das ist auf jeden Fall so, weil Fabian und ich sind beide große Gitarrenfans und natürlich auch Country-Fans. Und ihr wisst ja auch alle, dass ich bei der Band Truckstop spiele und das färbt natürlich schon ab. Aber es ist keine reine Country-Platte. Es hat Country-Elemente und ansonsten kommt jede Stilistik vor, die man sich vorstellen kann. Und das ist eben halt das Tolle. Über dem Ganzen ist dieser weihnachtliche Bogen gespannt und deswegen konnten wir das so machen, ohne irgendwie die Sache zu verwässern. Ganz genau, ja, sehr schön. Ja, Weihnachtserinnerungen, wenn wir dich da schon dran haben, was sind so aus deiner Jugendzeit, vielleicht auch Kindheit, so ein, zwei nette Momente, die du vielleicht so noch in Erinnerung hast? Also, was wirklich erzählenswert war. Da war ich schon etwas älter, da war ich Anfang 20 und ich habe ganz tolle, helle Wildleder-Cowboy-Stiefel geschenkt bekommen und habe die natürlich gleich am ersten Weihnachtstag angezogen. Und ich war dann so clever und habe bei meinem Auto Ölwechsel gemacht. Okay. Und plötzlich merkte ich, dass es unter meinem rechten Fuß irgendwie glatter ist als unter dem linken. Und da bin ich dann mit dem rechten Stiefel in der Wanne mit dem Altöl gestanden. Und das waren die neuen Kannst du dich Stiefel. noch an das HB-Männchen erinnern?
Oh ja. Genau so bin ich durch die Decke gegangen, als ich das gesehen habe. Also das war herrlich. Okay. Na, das ist natürlich. Die zweite kleine Geschichte, die ich erinnere, ich war selbst mal als Weihnachtsmann unterwegs bei unseren Nachbarskindern, die klein waren. Ich war eben halt schon groß. Und ich habe so geschwitzt unter dieser Verkleidung und unter diesem weißen Bart, den man sich so umbinden muss. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie alles, was ich sagte, blieb da vorne in diesem weißen Gefussel irgendwie hängen und kam gar nicht an. Und alle guckten mich irgendwie an und ich fühlte mich echt irgendwie bescheuert in meiner Rolle. Also, das war nicht einfach. Also, Weihnachtsmann sein ist nicht einfach, kann ich euch sagen. Kein leichter Job, wie man so schön sagt, ne? Genau. So, hier haben wir die Weihnachtshelden-CD nochmal, ganz genau. Ja. Da fällt mir gerade auf, so ein schöner Schäferhund, wem gehört denn der? Der heißt Manitou und Manitou gehört dem Fotografen. Und der Fotograf sagte zu uns, der Hund ist so aufmerksam, der guckt ganz genau, wo die meiste Action ist, wo sind die Leute, um die es da geht. Da lege ich mich mal mit dazu. Und so ist es passiert, dass Manitou, der mittlerweile schon ziemlich betagt ist, auf ganz vielen Fotosessions irgendwie immer mit im Bild ist, weil er immer dafür gesorgt hat, dass er mit draufkommt. Ja, wunderbar. So ist der natürlich auch mit verewigt, sozusagen, ganz genau. Aber Ja, fand den natürlich unheimlich nett. ich erinnere mich halt noch schön zurück an schöne Winterlandschaften, die wir wirklich zu Weihnachten teilweise schon noch hatten. Das ist ja in den letzten Jahren alles weniger geworden. Alles nur noch, ja, grau in grau teilweise. Oder gar grün, wenn man wirklich manchmal die letzten Weihnachten so hernimmt, ne? Also die richtige weiße Weihnachten, wie wir sie als Kind kennen, mit 1 Meter Schnee und an den Straßenrändern alles so hochgeschaufelt, das haben wir ja lange nicht mehr gehabt. Ich kann mich noch erinnern, Mitte der 70er Jahre war ich an der Elbe spazieren mit meiner Familie, mit meinen Eltern. Und ich bin auf den Eisschollen rumgekraxelt. Wirklich meterdicke Eisschollen, mehrere Meter groß. Das war gar nicht so ungefährlich. Aber du weißt ja, wenn man jung ist, dann ist man sehr behende und denkt nicht viel nach. Da passiert auch nichts. Wenn ich das jetzt im fortgesetzten Alter machen würde, wäre das schon eher kritisch. Aber da gab es 20 Grad unter Null, dicke Ja, Eisschollen ja, waren an der Elbe und natürlich war alles weiß und verschneit. Und das war schon toll. Also ja. super Ja, war das. das glaube ich, ne? Ja, ganz genau. Ja, also ihr Weihnachtshelden seid unterwegs. Man sieht auch auf Instagram immer mal wieder nette Fotos, die ihr postet, auch nette Videos. Das habe ich jetzt irgendwie so ein, ja, was ist es denn? So eine Art Oldtimer oder mit dem ihr da unterwegs seid oder den ihr da mal hergenommen habt. Was hat es da damit auf sich? Das ist eine Fotomontage. Da hat man uns einfach irgendwie reingebastelt. Mittlerweile gibt es ja so tolle technische Verrückt. Möglichkeiten. Da hat jemand, der sich um unser CD-Cover bemüht hat, der hat uns da einfach reingebaut. Das ist eine Fotomontage, aber sieht lustig aus, ne? Ja, auf alle Fälle. Also könnte man meinen, ihr wärt jetzt mit so einem Gefährt unterwegs und macht eben einen auf Weihnachtsheld und verteilt entsprechend Geschenke oder wie auch immer. Genau. Ja. Dass der Begriff Weihnachtsheld oder Weihnachtshelden, wir sind ja Weihnachtshelden, Genau. ist im Übrigen zu interpretieren in musikalischer Hinsicht. Wir sind musikalische Weihnachtshelden deswegen, weil wir haben uns gedacht, es wird höchste Zeit, dass in der deutschen Musiklandschaft ein bisschen was passiert und ein bisschen neues Liedgut dazu kommt und dass wir nicht jeden Weihnachten dieselben abgenudelten Songs hören müssen. Last Christmas von Them und das ist ja alles gut und schön, mag man ja immer wieder. Aber wir haben einfach gedacht, wir möchten losziehen und den Leuten hier ein bisschen was Neues bieten. Und ich hoffe, dass uns das gelungen ist. Doch, auf alle Fälle, ganz genau. Ja, aber jetzt die Weihnachtshelden, die stehen jetzt zu Weihnachten, denke ich mal, eher im Vordergrund. Was macht aber dann Truckstop? Sind die jetzt eher mal verschoben oder zurückgestellt oder wie Nein. geht es da weiter? Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Also das ist jetzt halt ein CD-Projekt, was in der Vorweihnachts- und in der Weihnachtszeit läuft.
Und mit Truck Stop spiele ich nach wie vor live. Und wir versuchen ja auch gerade auf Tournee zu gehen und hoffen, dass das klappen wird. Weil eigentlich fängt nächste Woche Donnerstag, so Gott will, unsere Deutschland-Tour an. Und jetzt werden wir mal sehen, hast ja gehört, die Inzidenzen sind in Bayern so hoch und im Osten auch, in Sachsen, dass wir dort zum Beispiel gar nicht spielen können. Es ist zu gefährlich und deswegen ist es verboten. Die haben alle kulturellen Veranstaltungen runtergefahren und es findet nichts statt. Und wie weit uns das jetzt betrifft, das werden wir halt sehen. Aber wir werden in Sachsen leider nicht spielen können. So schade das ist. Schade, schade, ja, definitiv. Absolut. Ja, man wird sehen, wie es sich weiterentwickelt. Hoffentlich kein nochmal Lockdown, wobei ich eigentlich fast finde, es wäre jetzt, weil sie irgendwo alle wieder so rumeiern. Einmal nochmal das Sinnvollste, denke ich fast. Einmal nochmal 1, 2 Wochen komplett dicht und dann hätten wir vielleicht hoffentlich dann endlich die Ruhe. Ich weiß es nicht. Das würde auf jeden Fall was bringen, weil jetzt schnell und mehr zu impfen ist sicherlich richtig. Das ist auch gut, damit wir alle geschützt sind und auch andere geschützt werden und wir nicht übertragen. Aber die Ansteckungszahlen, die werden trotzdem weiter nach oben gehen, weil diese Welle, die jetzt im Gange ist, die kannst du nicht stoppen durch weitere Impfungen. Das ist zwar gut, aber diese Welle stoppen kannst du nur, indem du wirklich einen Lockdown machst, ne? Zumindest einen Teil-Lockdown für Ungeimpfte. Es ist leider so. Ja, Wie klar. soll das sonst, wie soll das sonst gehen, ne? Das ist richtig, genau. Es spaltet die Gesellschaft ein Stück weit, aber ich meine, wir leben in einer Demokratie und das haben die Leute sich selber ausgesucht. Und jetzt muss man irgendwie auch zu seinem Handeln stehen, ne? So ist es so. Besser wäre es, wären alle geimpft. Dann guck dir das an, in Spanien, Italien, da geht das Leben seinen ganz normalen Weg, nur hier nicht, ne? Richtig, richtig. Aber ich wollte eigentlich jetzt gar nicht so wieder auf das Thema kommen, aber man sieht ja, man kommt irgendwo nicht drum rum. Zwangsläufig kommt man immer wieder drauf, So ne? ist es, ganz genau. Nee, nee, ich würde eher sagen, wir machen uns jetzt dann wirklich die letzten Wochen im Jahr 2021 noch ein bisschen schön und gemütlich, lassen es Absolut. gemütlich ausklingen und ja, muss man halt nochmal das Beste draus machen. Am besten die Ja. Weihnachtshelden kaufen, die CD, egal ob im Handel oder im Download, und sich dabei Genau. den netten Texten und den tollen Melodien erfreuen. Also ich kann es nur empfehlen, ich habe es immer schon rangehört und muss sagen, wirklich, macht Laune. Das freut mich, Frank. Ich hoffe ja, dass viele sich da drin irgendwie ein Stück weit wiederentdecken können und sich an ihre eigene Kindheit erinnern oder selbst an vergangene Weihnachten denken. Und wir möchten gerne, Fabian und ich möchten einfach die Weihnachtsidee und die Weihnachtsflamme in den Herzen der Leute wieder neu entfachen und das Feuer da weitergeben und die Leute wieder begeistern, Weihnachten zu feiern mit allem, was geht, mit Geschenken und mit tollem Essen und vor allen Dingen in Freundschaft und in Freude in der Familie Zeit zu verbringen. Das ist, glaube ich, das Tollste, was man machen kann. Ganz genau, so sehe ich es auch. Und ja, dann wünsche ich jetzt dir und deinen Lieben und natürlich auch deinen Kollegen und Fabian natürlich auch frohe und besinnliche Feiertage. Das darf man jetzt so langsam wünschen. Da haben wir jetzt doch wirklich Ja. mit großen Schritten aufs entsprechende Fest wieder uns vorbewegen und dann für 2022 hoffentlich alles, alles Gute und vor allen Dingen gesund bleiben, ne? Danke, lieber Frank, das wünsche ich dir auch und euch allen natürlich auch ein frohes Fest und passt auf euch auf und holt euch die Weihnachtshelden.